Das neue Design vom iPhone 10 hat sehr große Vorteile, aber auch einige Nachteile. So kann man zum Beispiel nicht mehr so einfach die Batterielaufzeit sehen. Wie ihr herausfinden könnt, wie viel Prozent Batterieleistung ihr noch habt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und wir sprechen heute über die Batterieanzeige in Prozent. Wenn wir uns mal das iPhone anschauen, das iPhone 10, dann stellen wir fest, dass wir hier oben einmal das Batteriesymbol haben. Durch den sogenannten Notch, also diese Aussparung, wo eben Face ID und Kamera und so weiter alles drin ist, gibt es eben gar nicht mehr Platz, um dort die Batterieanzeige in Prozent anzuzeigen. Früher ging man dann einmal auf Einstellungen und dann einmal auf den Punkt Batterie und hatte hier den Punkt Batterie in Prozent anzeigen. Das konnte man ganz einfach einschalten, wenn man hier auch den Stromsparmodus anzeigen kann, und dann hat man hier das Ganze in Prozent gesehen, aber ihr seht schon, hier ist gar kein Platz. Ja, was macht man denn da? Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, um herauszufinden, wie viel Prozent Batterieleistung man noch hat, wenn man sich nicht sicher ist, was diese Anzeige hier oben genau bedeutet. Das erste ist, ihr nehmt ein ganz normales Aufladekabel und steckt das einmal an. Dann wird euch das iPhone automatisch sagen, wie viel Batterieleistung ihr noch habt, nämlich 81% in dem Fall. Wenn ihr aktuell kein Ladekabel zur Verfügung habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Siri fragen. Hey Siri, wie viel Batterielaufzeit habe ich noch? Wir können also auch jederzeit Siri fragen, wie eben der iPhone-Akku genau aussieht und wie viel Prozent er geladen ist. Die dritte Möglichkeit ist das Control Center, also dieses Quick-Menü. Wir wischen also hier rechts oben einfach mal etwas runter und können dann hier auch schon direkt sehen, das iPhone ist momentan zu 81% geladen. Diese drei Möglichkeiten gibt es momentan. Es gibt also leider keine Möglichkeit, wie man das dauerhaft sichtbar machen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich da wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch einiges ändern wird. Bis dahin müssen wir leider so damit auskommen. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.